Hallo, liebe Freunde der Röhrenverstärker und Gitarren. Ich möchte noch eine kleine Modifikation vorstellen. Das ist das sogenannte Hot Potty. Das Hot Potty wird gern genommen beim Princeton oder auch beim Deluxe-Bewerb. Das Hot Potty ermöglicht es mir, sozusagen die innere Selbstkontrolle des Verstärkers zu reduzieren. Die Blackface-Verstärker sind für möglichst viel Clean Headroom gebaut. Das damalige Soundideal waren clean Gitarren. Und deswegen wurden die Verstärker intern mit sogenanntem internen Feedback versehen. Das heißt, sie kontrollieren sich eigentlich ein bisschen immer selber und gucken, dass da nicht zu viel Verzerrung in der Endstufe entsteht. Im Gegensatz zum Beispiel zum Tweet Deluxe, der rennt völlig frei. Das heißt, das Gitarrensignal kommt von rein, hinten kommt verstärkt wieder raus und was dann die Dröhnen dazwischen machen, das ist völlig den Röhren überlassen. Das ist bei den Blackface-Verstärkern ein bisschen anders. Die werden intern ein bisschen diszipliniert. Und jetzt kann ich mit dem Hot Potty die Disziplin ein klein wenig rausnehmen. Man kann das schlecht demonstrieren und der Effekt ist auch eher subtil und hängt auch ein bisschen von den verwendeten Boxen ab. Ich kann es mal versuchen. Wir haben jetzt das Hot Potty praktisch zu. Das heißt, der Verstärker kontrolliert sich so selbst, wie er normalerweise vom Werk sozusagen kommt. Okay, jetzt mache ich mal dasselbe auf der 5. Man merkt schon, da wird ein kleines bisschen lauter. Undiszipliniert. Wie gesagt, über die Kameramikros ist es vielleicht nicht zu hören. Ich höre es hier. Im Prinzip alle, die diesen Mod mitbestellt haben, bestätigen auch, dass das einen gefühlten Effekt bringt. Also meine Empfehlung für das Hot Potty. Vielen Dank, bis dahin.